der kann. Jeder träumt davon, der allererste auf dem Weg ganz nach oben zu sein. Jeder Versuch bringt dich schon ein Stückchen weiter. Was stand doch eigentlich? Ich bin gerade von hinten gekommen. Da war Vulpix. Ich habe 4 Vulpix halt auf dem Weg hierher gefangen. Heute. Ja, da wo wir, also da links. Da bin ich hergekommen über die Brücke. Also hier hat angefangen, hat mir dieser Sand angezeigt und Macholo sogar. Okay. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nichts gefunden bis jetzt. Das ist halt die Frage, wo wir hingehen. Ne? Wir sind hier wieder mal Olympiapark. Es wurde geändert zu Bisasam und Mafalo und anscheinend auch Vulpix irgendwo. So, schauen wir mal. Wir wissen aber nicht genau, wo es ist. Ja. Also ich habe eigentlich gelesen Olympia Nord. Ich weiß nicht, ob das hier Olympia Nord ist. Kein Plan, aber. Ja. Ja. Und wir suchen einfach, ne? Wir starten halt mal ein bisschen früher. Ich habe nicht mal meine Bälle aufgeladen. Ja. Oh mein Gott, was soll ein Typ Bälle verbrauchen? Bei mir genauso, Mann. Alles tot, aber egal. Wir suchen jetzt. Olympia, ich will keine Bisasams, ich will Macholos eigentlich, oder? Oh mein Gott, ich bin gerade an dem Stop vorbeigelaufen. Echt jetzt? Ja. Ja, dann gehen wir zurück, komm. Direkt 2 Bisasams am Start, Alter. Erste gefangen, aber eigentlich sind wir auf der Suche nach Macholos, Mann. Dieser Samen ist schon in Ordnung. Na ja, da schau. Direkt noch ein Zipper daneben. Richtig nice. Mein Charakter läuft fleißig daneben die ganze Zeit herum. Oh, da ist, sind sie ja. Super saftig. Echt jetzt? Ja. Ja, Mann. Seht, ich habe noch 9 Superbälle. Echt jetzt? Das war's. Ansonsten nur Hyperbälle. Ich muss eigentlich auch noch auffüllen. Ich habe auch fast nichts mehr, Mann. Ich habe gestern voll nur gepennt eigentlich. Egal. Wieder Bisasam auf dem Ding. Macholo immer noch. Die meinten Macholo am nördlichen, also oberhalb des Olympiaparks. Mhm. Ich weiß nicht, wo oberhalb bedeutet. Ich meine, der Olympiapark fängt ja hier an, oder? Eigentlich. Das heißt, oberhalb ist auch dann da hinten wahrscheinlich, oder? Da werden wir halt mal einfach mal gucken. Sag doch, du kannst 3 Minuten später, ich krieg das Bisasam jetzt auch. Ach, hier ist das Schild, Alter. Tati hat noch ein Bisasam entdeckt. Schaut schon mal nice aus. 632. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Aber Vulpix wird jetzt auch angezeigt. Boah, das Mini-Event war schon heftig, Mann. Pokestops Minimum 6 Stück und jetzt kriegt man so 2 oder 3 Teile, Mann. Ja. Das war schon echt saftig eigentlich. Hast du das in Japan gehört? Ja, was da Labras, abgeht? Ja. Das ist ja brutal, oder? Ja. Da spawnen Labras wie bei uns Lebolachs und so. Alter, da könnten wir echt mal hin. Okay. Ja, aber überleg doch mal, du kommst ja zurück mit 30 Labras, ja, Alter. Natürlich. Locker. Saftig. Super saftig. Das ist echt krass, Mann. Aber die haben es auch schon verdient, Alter. Tati bekämpft die gelbe Arena, da wo ich gerade nicht bin, sonst würde ich die verteidigen. Aber dafür habe ich 2 Vulpix entdeckt. Feuermedaille auch nicht schlecht. Oh mein Gott, das stimmt. Da können wir. Das habe ich auch total vergessen. Die fehlt mir auch noch. ...400 EP jetzt bekommen für 3 Kämpfe. 50, 300. Das ist doch. Hast du's? Mhm. Magnetilo entdeckt. Super saftig. Krieg gleich Berge und Hyperball. Den anderen ist eher gerade nach vorne. Noch ein Vulpix, also mehr Vulpix bisher als Bisasam und Macholo. Sie vielleicht. Tati bekämpft gerade eine Arena, eine blaue Zehner. Moderne Architektur. Ich würde ihm gerne helfen, aber ich bin so einen Schritt zu weit entfernt. Dieser eine Schritt kommt einfach nicht.
einmal eine Runde und dann gehen wir weiter. Bringt ja nichts, Mann. Alleine ist immer scheiße, oder? Also wenn man zu zweit unterwegs ist und man kämpft alleine, dann ist es scheiße. Keine Ahnung, wo uns Tati hinführt. Ja, eigentlich wieder Richtung U-Bahn. Da müssen wir wieder durch den Park laufen, oder? Aber ich habe keinen Plan mehr. Wir sind jetzt einmal durch den Park komplett gelaufen, haben ein paar Bullpicks gefangen, ein paar Pisasams und Macholos Null. Aber die haben auch bei der U-Bahn gespawnt ganz am Anfang. Vielleicht ist er auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht, ob es da was gibt. Ja, wir sind einmal um den Park gelaufen, jetzt sind wir hier irgendwo. Jetzt gehen wir wieder zurück. So. Der Weg, den uns Tati zurück zum Olympiapark führt, haben wir eine blaue Agenda entdeckt, der Wächterlöwe, Level 6, die wird jetzt runtergenommen. Tut mir leid an alle blauen Zuschauer. Das war's, Alter. Wir haben die Agenda gerade fertig gemacht. Tati hat noch den Schluss gemacht. Agenda weiß. Wenn ihr weiße Arenen seht, ihr wisst, das waren wir. Da haben wir welche runtergenommen. Ja, aber es lohnt sich echt nicht, da was einzusetzen, weil man ist eh gleich wieder weg. Ja. Also, kommst vorbei und setzt euch rein, wenn ihr wollt. Ja. Noch ein Bullpix, also definitiv Bullpix-Spot hier, Nest. Aber leider nichts von Macholo zu sehen. Toilettenpause. Wir sind irgendwo reingegangen. Ich habe echt keine Ahnung. Geil. Geil, solange da rein die Toilette ist. Hier. Was gibt's Neues? Ich habe nichts bei Settings. Schigi, oder? Alter, das ist. Das ist kein Plan, Mann. Das ist ein Plan. Oberhalb des Olympiaparks, Alter. Wo ist oberhalb des Olympiaparks? Wir waren gerade überall. Haben nichts gefunden, nichts gesehen. Keine Ahnung. Irgendwo bei Bungalows erinnere ich mich. Ich schreibe mir irgendwie immer irgendwas mit Bungalows. Ja, wenn dann ist es hier. Das sind Bungalows, oder? Keine Ahnung. Das alte Dorf. Wir können oh mein Gott. Laufen. Eine gelbe 9er Arena. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die ist nicht so gut, aber. Ja. Ist die weiter aus? Nee. Dorfuhr. Bungalows. Weiß nicht. Bungalows? Was sind Bungalows? Bungalows sind doch so kleine Wohndinger, oder? Wohnen hier Leute oder was? Keine Ahnung. Kann gut sein, oder? Studenten oder so. Schon krass hier. Vielleicht wohnen hier echt Leute. Oh mein Gott. Schau links. Oh yes, Alter. Keine Ahnung, wo wir hier gelandet sind, aber es ist echt cool hier. Wie so ein kleines Dorf. Ja. Hier haben wir noch ein geiles Gemälde. Mario. Wie so Sam auf Sightings. Wir sahen schon, aber keinen noch voll. Nee. Ja, weil dieser Samen, das ist ja der Weg, den wir gegangen sind vorhin. Ich glaube hier schon, dass die Studenten wohnen, mit Sicherheit, Mann. Oh, 736. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott, der lohnt, der würde sich lohnen zum Wirken, wenn er gut ist, oder?
Und natürlich ist immer das Überblick. So, da bist du. Schlecht. Bisasam immer noch angezeigt. Also Bisasam geht ab, Rücks geht auch ab. Ja. Nur ist ja keine Machalos. Noch ein Bisasam. Sind jetzt wieder weitergegangen. Jetzt sind wir wieder im Vulpix-Revier. Hat nichts mit dem zu tun, es hat nichts mit dem Olympiapark zu tun. Der ist da hinten und das ist außerhalb, das ist so rechts daneben. Ja, ja. Es hat nichts mit dem Park zu tun. Deswegen ist es echt mit dem Ding echt komisch, mit dem Acholos. Wir haben noch nicht die richtige Spur erwischt, oder? Also wenn es ein Nest gibt, dann muss er irgendwo hier sein. Aber wie gesagt, hier, ich weiß nicht, wo du bist. Direkt hier war jetzt einer bei mir und da oben auch einer. Aber den muss ich erst später entwickeln, Mann. Auf der Suche nach dem Macholos waren wir zwei erfolgslos. Das hat ja gerade einen 100% Macholo geschlüpft. Ich will eins glücklich, Mann. Zeig nochmal drauf. Hier, 622 WP, eigentlich schon recht hoch. Insgesamt, der kann einfach alles, KP-Wert, Angriffswert, Verteidigungswert und alle auf 15. Richtig nice, Alter. Richtiges nice Macholo, Mann. Ja, das war es jetzt von mir, vom Olympiapark. Ich muss leider gehen. Ja. Die versprochene Macholo-Nest haben wir leider nicht gefunden. Ob es eins zu eins wirklich gibt, weiß ich noch nicht. Ich werde da mal auf die mal ein paar Jungs fragen. Aber wie gesagt, haben wir gefunden, war ja recht in Ordnung. Einen guten Weg sind wir gelaufen, ein bisschen gefarmt, ein paar Ringe zerstört, also nicht richtig zerstört, aber an. Was gemacht. Ja, hat sich schon gelohnt, oder? War schon okay, ja. Ja. Dann sehen wir uns ja vielleicht später noch an. Vielleicht. Ich melde mich und dann kannst du mir sagen, ob was abgeht. Abgeht, also. Mach ich. Mit Sicherheit. Das war's von uns wieder. Wie ihr sehen könnt, auch bei der U-Bahn-Station habe ich noch ein Bisasam gefangen. Also Bisasam. Es gibt echt eine Menge, auch Vulpix. Acholos müssen wir nochmal nachschauen. Ich habe hier wie immer jetzt noch einen Vulpix für euch. Also Bisasams habe ich jetzt nicht genug, dass ich jetzt noch eins entwickeln kann. Aber da sind auch echt sehr viele Bisasams. Ich würde sogar sagen, fast gleich so viele wie Lulpulpark, was schon ziemlich krass ist. Die Vulnona nicht mein erstes, aber trotzdem, wer zum Beispiel noch Vulnona braucht oder so wie wir Medaillenjäger ist, der sollte mal dort vorbeischauen. Ansonsten wie immer, hinterlasst einen Kommentar, wo wir als nächstes hingehen sollen. Checkt unsere anderen Videos ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.